Jo, du bist leer, das ist gut. Ich hätte gerne die hier kurz abgerissen. Brutzel, brutzel, brutzel. Und 1, 2, 3, 4. Könige. Wo kommt ihr jetzt schon wieder her? Ich hätte gerade schön mein 1,1 Gigajoule da zusammengefahren. Mach das hier damit voll. So. Komm, 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 komm. Wir haben es gleich schon wieder Abend. Das geht viel zu schnell. Genau, füllt euch, füllt euch, füllt euch. Die Fabriken verbrauchen richtig viel. Chipfabriken hier. Was mit blauen Chips? Wir haben eigentlich ziemlich viele blaue Chips. Ich höre mal ganz kurz auf, die zu produzieren. So. Das sind schon mal zwei Fabriken weniger, die eigentlich. Also werden jetzt immer noch 9 gelistet. Aber es arbeiten davon noch 7. Oh, glaube ich gerade einen Sniper gehört. So, Nacht ist offiziell da. Akku ist bei 0,5 Gigajoule. Meh. Ich komme nicht hinterher mit den Solardingern. Dafür haben wir ganz, ganz viele. Ey, Artefakte, ja. Also, ich könnte jetzt 30 Stück davon hier verwursteln. So. So. Ich muss hier nur 150 behalten. Der Rest können wir zu Science Packs machen. Das dürften ein paar sein. Wir könnten also irgendwas erforschen, was lila Science Packs kostet und uns in irgendeiner Weise bei der momentanen Situation hilft. Die momentane Situation ist Strommangel und dementsprechend auch Ressourcenmangel. Eisenplatten sind weg. Ja. Ich will die aber jetzt nicht anstellen. Eigentlich will ich nicht mal Kupfer laufen lassen, aber. Zzz. Ich frage mich, wie die ganzen Sachen arbeiten, wenn wir gar kein Eisen haben. Ah, doch, ein Ding läuft. Ja, also ganz sporadisch kommt da was. Warum füllst du die Kiste? Hör auf. Aus. Genau. Wir haben wie viel? 31.000 Kupfererz. Da musst du nicht arbeiten. Du brauchst nämlich auch Strom mit deinen 3, 4 Produktivitätsmodulen. So. Akku alle. Dafür haben wir es gleich wieder morgen. Wir haben ein, zwei Solar Panels, die falsch gesetzt sind, mehr. Brutzel, brutzel, brutzel. Zeigt mir euch. 87 Grad, nicht genug Wasser. So, die Pumpen sind unabhängig. Die Pumpen sind unabhängig. Es wurde vorgeschlagen, dass ich die Tanks hier rausnehme. Dann müsste ich die alle zu MK5 machen. Habe ich dafür das Geld in Anführungszeichen? Ja, mach die mal weg. Verwurschtel die mal schnell. Dann bauen wir davon ein paar. Die Idee dahinter ist, dass die MK5-Rohre wesentlich mehr Durchlassgeschwindigkeit haben. Weil die Tanks sind gedrosselt, vor allem die MK1-Tanks vermutlich. Das heißt, wir müssten dann auch von hier hinten aus schon überall MK5-Rohre nutzen. Ja. Ich teste es mal auf einer Seite. Die haben jetzt ganz viel Wasser drin. Achso. Ja, es waren zu wenig Rohre. Was braucht richtig Stahl? Aber hallo, wie viel Stahl das er braucht. Ja, gut, nicht drüber nachdenken, einfach bauen. Mach das da weg. So. Hat wesentlich mehr Fassungsvermögen als die alten Dinger. Du bist nur eine MK2-Pumpe. Willst du mich veräppeln? Bau.
Das geht ja mal gar nicht. So, die Rohre sind jetzt alle mal zappenvoll. Dann kommst du hier. 1, 2, 3, 4. Ich brauche noch eins. Ich brauche gleich mehr. Ja, die haben nämlich nicht genug Wasser. Viel zu wenig Wasser. Und da ist schon wieder nur eine MK2-Pumpe. Ich habe keine Ahnung, was ich mir dabei gedacht habe. Wow, das da. Wo ist die Pumpe? Da sind die Pumpen. Pump, pump. Das sind auch nur MK2-Offshore-Pumps. Stimmt. Das waren nur so eine... Ja. Ich habe das Bild vor Augen. Ein Girugon in der Vergangenheit, der hier rumwurstelt und wir haben tierische Schwimmprobleme, wir werden angegriffen. Es ist kurz davor, dass die Gegner durchbrechen. Und der Girugon in der Vergangenheit machte sich Gedanken darüber, dass die Pumpen symmetrisch angeordnet werden. Und es ist nicht so schlimm, dass es nur MK2-Pumpen sind. Wir ersetzen sie ja später. Später ist jetzt. Warum kommt hier gar kein Wasser an? Du? Ja, die arbeiten irgendwie nicht, wenn sie einmal da... Okay, du. Dahin. Ich brauche also auch noch 4 davon. Das dauert ein bisschen. Dann hätte ich gerne hier dich weg. Ich glaube, so wäre einfacher. Dann hätte ich gerne aus dir noch eine bessere Pumpe gemacht. So, wie schaut es jetzt aus mit den Boilern? Ah, komm, viel mehr Wasser rein. Sie haben dann aber auch viel mehr Wasser zu erhitzen. Mal gucken, wie das am Ende aufgeht. Also ich hoffe einfach mal, dass es ein bisschen was bringt. Wir haben noch sehr viele Rohre zu ersetzen. Eventuell haben wir auch wieder das Problem, dass wir zu viele Rohre haben. Und wenn man zu viele Rohre hat, dann... Also ich denke, ich werde das einfach hier gerade durchziehen. Weil wenn wir zu viele Rohre haben, dann verteilte sich das irgendwie komisch. Und das klappte dann nicht mehr. Alles voll mit Dreckwasser. Ja. Da wird das reingedrückt und die sind jetzt fast alle proppevoll. Und alle auf 100 Grad. Sehr schön. Was sagt Strom? Oh, herrlich. Herrlich. Wenn man sich so sehr über eine 3.3 freuen kann. Ja. Ich hätte gerne keine Solarpanels. Ich hätte gerne die guten Akkus gebaut. Und ich hätte gerne die hier ersetzt. Dann einmal rum um das Ding. So, so. Rohr habe ich leider keine mehr. Die muss ich gleich nochmal nachschieben. So, du bist das falsche System. Oh, stimmt. Wir haben jetzt besseres Hightech-Zeug reingebaut. Eventuell haben wir nicht genug Strom. Aber doch, das sieht alles sehr gut aus. Kurze Wurzel, kurze Wurzel. Und wir können jetzt die grünen bauen. Das heißt, es fehlt nur noch eine Stufe, ne? Ja, 1000 mal das da. Also 3000 rote, 2000 grüne. Ich glaube, damit warte ich kurz. Was machst du hier? Damit warte ich ganz kurz, bis die Ressourcen sich einigermaßen gefangen haben. Aber wir haben jetzt zwar volle Akkus, aber wir produzieren viel zu wenig Strom. Was ich nicht ganz nachvollziehen kann, denn die sind alle hier bei 100. Und arbeiten super und so und alles ist gut. Also ja, da müssten, essen müssten hier überall noch Lampen hin. Wenigstens so, dass es ein bisschen schick aussieht. Eine Fee. Also hier müssten noch ersetzt werden durch 3er. Ich habe aber noch 4er. Ich glaube, ich probiere das dann mal so. Gucken, ob das hinhaut. Wahrscheinlich nicht, aber... Ja, müssen wir dann gucken. Brech die mal bitte ab. Ich hätte doch ganz gerne lieber die Rohre zuerst. Damit das hier einheitlich ist. Momentan ist das wieder so ein Patchwork-Ding. Und ich sollte das fertig machen, bevor ich was anderes mache. Solange das hier alles stabil ist, ist alles gut. Wir kriegen zwar gerade kaum Eisen, kaum Kupfer und kaum andere Ressourcen, aber das Wichtigste ist, die Türme schießen und wir kriegen Leichen. Also primär die... Welche sind gerade wichtig? Grün für meine Muni, damit ich Basen töten kann.
Diamanten für die späteren Forschungspacks und der Rest ist so lala egal. Ja. So, du. Da, da. Da. Noch mehr, bitte. Ah, schaut gut aus. So, die Pumpe müssen wir noch ersetzen. Bitte mach da so eine Pumpe. Mach dich da kaputt. Dich dahin. Du kannst jetzt schon mal noch Wasser reindrücken. Ah, sehr gut. Also bräuchten wir wahrscheinlich alles nicht in grün, aber jetzt habe ich schon mal angefangen. Wenn ich das jetzt nicht zu Ende machen würde, wäre es komisch. So. Jetzt haben wir überall Fünfer, außer hier noch ein paar Pumpen. Auch wenn das abermals Overkill ist, aber ist halt so. Wow. Dann ist alles grün. Smaragdgrün. Da. Okay, hier fehlen noch Boiler. Gute Boiler. Die haben jetzt alle 100 Temperatur. Aber es ist nicht der Ernstfall. Und Ernstfall ist eigentlich das Wichtige. Ich kann gerade nicht so wirklich gut sehen. Die laufen aber nicht alle. Bau 10 Boiler. Das wird wieder ein bisschen teuer, aber gut. Haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wo? 1, 2 Boiler noch. So, das war's schon. Da, 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 da. So. Damit wird der Block jetzt endlich fertig. Hat lang genug gedauert, aber so sieht das Ding jetzt aus. Und das würde ich eigentlich ganz gerne genauso 1:1 copy-pasten mit einer Blueprint. Aber da fehlen sehr viele Ressourcen für vorher. Wir müssen erstmal die ganzen Offshore-Pumps, die normalen Pumps, die ganzen Rohre, die ganzen Boiler und die Engines alle vorrätig im System haben, bevor wir das Ding setzen können. Und davor hätte ich eigentlich ganz gerne mehr Solarzellen und mehr Akkus, bevor ich mit so einer Spielerei anfange. Oh, ich kann die doch überschreiben. Ah! Geht das nur mit den einen? Also was ich mir vorstellen kann, ist, dass ich nur mit den linken hier die linken da überschreiben kann und mit den rechten da die rechten da. Oh, warte mal, da komme ich mal oben an. Naja, so oder so praktisch. Dahin, dahin, dahin. Akkus, ganz normale, kommen hier hin. Können wir auch später ersetzen. So. Da war gerade eine Spitze, aber ist alles okay. Okay, also, wir haben mal wieder anscheinend eine kleine Phase, wo es okay zu sein scheint. Scheint ist der wichtige Punkt. Deswegen werde ich jetzt unten die Sachen wieder andrehen, damit wir wieder mehr Ressourcen haben, um mit den mehr Ressourcen wieder mehr bauen zu können, um überhaupt wieder aktiv zu sein. Achso, so, so, so. Du bist rausgedreht. Du warst für Stahl zuständig und wir haben nicht mehr ganz so viel Stahl. Das ist okay. Blaue Chips haben wir nur noch 800. Die können also noch abgedreht bleiben. Rot und Grün. Ihr arbeitet jetzt hoffentlich ein bisschen mehr, wobei ich immer noch keine einzige Kupferplatte im System sehe. Wie viel Draht ist im System? 5800, okay. Also wir müssen noch gar keine Kupferplatten im System sehen, solange wir Draht sehen. Draht ist das neue Warenform-Ding. Akkus. Ich wollte Akkus und Solarzellen ebenfalls automatisieren mit Fabriken. Habe ich sogar schon. Hier, du. Das heißt, aus dir machen wir jetzt mal eine Fabrik für die tollen Akkus. Maximum Input 2. Maximum Output 2. Aber die brauchen so viele blaue. Nee. Du. Eine Batterie, 5 rote Chips. Eine Batterie. Also rote Chips, Batterien und die 1er Akkus. Ich hab dich nicht beschränkt. Okay.
Stopp. So. Du. Viel zu viel Zeug. Da. Rote Batterie. Rote Chips. Batterie ist bei Waffen. Das hat sich so viel geändert wegen Ditech. Das ist vollkommen verwirrend. So, 100. 100. Und die Akkus.